Willkommen zurück zu Control. Wir sind jetzt in der Schwarzsteinmine oder im Schwarzsteinsteinbruch. Ich muss sagen, die Optik ist geil. Von dem Schwarzstein. Ist da irgendwas? Nope. Fliegen irgendwelche Sachen rum. Okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in die Mitte runter. Das Prisma holen. Machen wir doch mal. Hallo. Halt die wieder. Entschuldigung. Hallo? Hat er mich gerade echt gehauen? Baby, es tut weh. Okay. Mehr bewegen. Da war ich jetzt am Anfang ein bisschen zu stationär. Och, come on. Wollen wir denn überhaupt? Sind wir hier rein? Natürlich kommt die Katze auch vorbei. Also nochmal. Hallo? Ich versuche hier wieder in die Mine reinzugehen. Whoop. Okay. Jetzt mit Bedacht. Ist die heile Kugel. Das ist ja ein Ding. Ey, bleibst du hier?
War hier nicht noch ein Feld? Okay. Gott, das explodiert hier, ja. Doch, da ist noch ein Feld. Nein. So. Warum kann ich das nicht nehmen? Oh. Können wir die zerlegen, die wir nicht brauchen? Oh, falsch. Sowas hier, die ganzen Einser-Dinger, ja, können wir. Ganzen Level 1er. Hier Ruhe. Um was zu lesen. Das war eigentlich nicht der Plan, aber okay. Steinbruchvorfall. Während meiner wöchentlichen Sicherheitsinspektion. Sorry. Am Steinbruchgrenzbereich fand ich die gesamte Mannschaft in einem Zustand der Bla. Das ganze Team war in einer Linie Bla und starrte in die gleiche Richtung. Die Stadt in der Ferne. Obwohl ich versuchte, mit sehr lauter Stimme ihre Aufmerksamkeit zu erregen, blieben sie mehr als Bla minutenlang Bla. Bis ich schließlich buchstäblich Bla musste. Danach waren sie benommen und konnten keine Begründung für ihr Verhalten liefern, noch sich an etwas Bestimmtes erinnern. Meine offizielle Empfehlung für jede Mannschaft, die in einem Grenzbereichgebiet arbeitet, ist es, entweder die Länge der Schicht zu verkürzen oder wöchentliche psychologische Pflichtevaluierung durchzuführen. Oder vorzugsweise beides. Und vielleicht sollten wir eine weitere Expedition zur Stadt anweisen. Was für eine Stadt? Was haben wir hier? Haben wir noch einen neuen Slot? Einen neuen Slot, sag ich schon. Neuen Mod bekommen. Ja, Level 1. Könnten wir eigentlich mal generell auch aufräumen. Ganzen Einser. Ah, besser. Neue Waffenmods. Schaden bei niedrigem Leben. Schnauze. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass es gesprengt wird, aber okay. And there it is. Right where you led me. Oh, come on. The prisms, they mean something to you. I need to get this prism to Marshall before it's too late. HRAs, then Dylan. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich laufe einfach mal in die Richtung. Da gibt es auf jeden Fall noch. Wow. Restricted Area, da kommen wir eh nicht rein. Ich hoffe, wir kommen da nochmal hin. Das müsste der Weg raus sein, oder? Was zu lesen? Erinnerung: Rauchverbot. Wir möchten alle Mitarbeiter daran erinnern, dass es untersagt ist, im Steinbruch zu rauchen. Obwohl es sich beim Steinbruch eigentlich um ein Außengelände handelt, ist es trotzdem ein Teil der Behörde, weshalb das Rauchverbot gilt. Es zeugt nicht nur von Rücksicht, dass sie ihre Mitarbeiter nicht der Gefahr des Passivrauchens aussetzen, es ist zugleich auch klug, jegliches Risiko von Gasbrand, nicht vorhergesehenen Grenzbereichreaktionen oder möglichem Entstehen von gewandelten Objekten zu vermeiden. Unter keinen Umständen dürfen Zigarettenstummel im Steinbruch zurückgelassen werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Auf Wiedersehen. Wo geht's zu Powerplay? What the hell? Okay, ich seh nix. Das ist wow. Heieiei. Das war unangenehm. Wart. Hm.
Das ist jetzt gut. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ey! Ist jetzt Ruhe? Jetzt aber. Genug von der Disco. Zentrale Geschäftsleitung. Das ist eine extrem lange Aufzugfahrt. Ah. Ist hier irgendwo ein Kontrollpunkt? Ich glaube, da ist eine Schnellreise einfacher. Ist einfacher. Zentrale Geschäftsleitung. Da. Gott sei Dank gibt es die Schnellreise, sonst wäre das echt unangenehm. So, Marshall. Da ist Marshall. She wants us to crack Darlin's personal logs? You'll crucify us if he finds out. Who does she think she is, authorizing that kind of data for her child? Okay, immer noch keine neuen Outfits und nichts. Dann sprechen wir doch mit ihr. Had to take a detour into the quarry, but I found plenty. Here. We will start HRA production immediately. I promised I'd tell you about Dylan once you helped us. This is it? She knows. 17 years I've waited. Your brother is here. He was once known as Prime Candidate 6, codenamed P6. We brought him here after the ordinary event. He was groomed to be the future director. He had talents far beyond any other candidate in the program. Of course he did. We found you together. We share a bond. Are you with him now? So you kidnapped him. We took him in. Your parents vanished along with every other adult in Ordinary. Eventually, his power changed him. There were casualties. He wasn't fit to be the director. Did you know about this? Is this why you didn't bring me here sooner? Were you keeping me away? Where is Dylan? He's kept in the containment sector, in the Panopticon. My brother. I thought we were the same. What if we are? I'm going. Now. I expected as much. I need to go check on something. Something I cannot let the Hiss find. It shouldn't take long, but you must watch the Bureau while I'm gone. And remember, Dylan is dangerous. Do not let him out, Director Faden. How do I make her stop calling me that? I'm not here for them. Nothing simple here. These people took my brother, but they've accepted me without question. Are they my enemies or my friends? I need to see Dylan. I need to know. I wish you could tell me what you know, explain things. Just
Stay with me, okay? I could use a friend right now. Alles klar. 3 Fähigkeitspunkte. Geben wir auf jeden Fall aus. Mehr Leben? Ich nehme erstmal mehr Energie. Kabam. She wants to crack Darwin's personal box. So, was haben wir denn jetzt noch so? Nochmal Leben reinpumpen. Nehmen wir mal nochmal weniger Energiekosten. Hotline? Astralwerkstatt. Okay. Können wir irgendwas herstellen? Nein, da fehlen uns noch entropische Echos. That kind of data breach. She must think he's hiding something. And I agree. The HRAs alone are proof Darwin knew more than he let on. Wie kommen wir jetzt zur isolierten Verwahrung? It's ridiculous. Pope's grasping at straws. Beziehungsweise erstmal gucken, vielleicht ist der Emily auch da. Sie ist da. Ha! Linguistische Fähigkeit. Forscher wurden geschickt, um die rekursive Spruchformel zu transkribieren, die die Zischerwesen wiederholen. Im Interesse der Sicherheit wurde das an nicht aggressiven schwebenden Zischerwesen durchgeführt. Allerdings wurde kein Unterschied zwischen diesen Formulierungen und denen der gewalttätigeren Zischerwesen festgestellt. Was ist der Zweck dieser sich wiederholenden Formulierungsfolge? Ist das die Art, wie das Zischen Individuen befällt? Produziert die Spruchformel einen physischen Effekt? Ist es eine Nachricht, eine Inkarnation? Wir konnten die Formel aus erster Hand aufnehmen, siehe entsprechende Audioaufzeichnung. Noch mehr einzusacken? Nein, dann sprechen wir doch mal mit Emily. Jesse, when you were down in research, did you run into a Dr. Rhea Underhill? I didn't. Who is she? She was, is, a colleague of mine. A researcher studying a kind of extra-dimensional mold growing below research. Well, I don't like the sound of that. Fungus. No one does. Look, I haven't heard from Rhea since the hiss arrived. Would you mind having a look around for her next time you're in research? Of course. Thanks, Jesse. Now, what's on your mind? I visited the quarry. What's the plan for all that BlackRock? The Bureau has used BlackRock almost exclusively for containment purposes. See, I say, branch out! Instead of boxes, helmets. Instead of blast shields, knives. Knives? Yes, knives! So many combat applications. Slicing, stabbing, gouging. Sorry. I've been trying to get Darling to explore combat applications for years. I got a little excited. Wow. I did not expect that from her. Das hätte ich von ihr auch nicht erwartet. This place is looking good. Arish is making real progress around here.
right? This place is a fortress. With him taking care of operations here, I can spend more time analyzing the hiss. I've been attempting to isolate and neutralize the hiss resonance in blood samples, but no luck so far. So you can't reverse it? Not yet, but perhaps reversing it is too simple. See, if hiss resonance can rewrite human genetics, then perhaps it's a question of rewriting the hiss resonance. In theory, that could pave the way for custom human genetic alteration. I wonder how often the phrase mad scientist is used around here. How is HRA production coming along? Better than expected. We've already made enough to get people out of a couple safe rooms. They're here, alive, thanks to you. We never would have lasted this long if you hadn't walked in those doors. You deserve thanks too, of course. We got this place up and running together. I should be going. Enjoy your data. Oh, I will. Okay. So. Können wir die verfolgen? Ja. Dr. Underhill in der unter der zentralen Forschung. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir sie. Weil scheinbar ist es so, dass die Nebensachen hier auch gut Belohnungen geben. Dann tun wir das natürlich. Luck and Probability. Ah, okay, hier waren wir schon drin. Was zur Hölle? Da geht's runter. Ich würde jetzt einfach mal diesen Weg gehen. Central Research, Parapsychologie. Schauen wir einfach mal. Hier ist die zentrale Forschung. Da es unter der zentralen Forschung ist, geht davon aus, wir müssen irgendwo runter. Vielleicht hier, wo dieser Fungus ist. Waren die jemals drin? Sieht nicht so aus. Ich laufe gerade einfach mal random durch die Gegend. Fragebogen. Das beantworten wir danach vielleicht. Yo, geil. Kann man das irgendwie anmachen? Kann man das anmachen? Bitte, 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 bitte. Oh Mann, oh.
Come on. Spiel halt was ab. Nein. Wir gucken einfach hier. Nein, nicht Mission, das war glaube ich bei den Sammelobjekten Multimedia. Theoretisch Musik, da haben wir's. Ich glaube, das reicht. So, war das hier? Fragebogen? Nicht so wirklich. So ein Mist. Ja, ich hab's verloren. Gibt's doch gar nicht. Okay, egal. Fragebogen. Schmargebogen. Ist nicht so wild. So, hier ist Pilzland. Ah, Moment, unter dem Labor? Okay, da geht's zu weit runter. Als dass ich da einfach mal runterspringen könnte. Ah, hier ist ein Radio. Das gibt's doch gar nicht. Dieser lange Gang ist über uns. Hier waren wir schon. Ich bin leicht verwirrt. Weiter runter geht's ja nicht. Okay.
HRV Lab? Das gibt's doch gar nicht. Die Ritual Division ist immer noch zu. In diese Richtung. Haben wir hier noch Zeug? Das hat er auch schon gesehen. Dimensional Research. Dr. Darlings Office. Ah, Dimensional Research. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Weil offen ist er hier. Okay, geil. Aschenbecher-Labyrinth. Gibt's das auch in komplett? Nee, das ist nicht viel länger. Okay. Ach, das ist gar keine Tür. Okay, das ist mal cool. Natürlich ein Kippenautomat. Alter. Ich bin gerade ziemlich erschrocken. Boah, ist das cool. Boah, ist das cool. Ah, okay. Einfach durchgehen wahrscheinlich. Genauigkeitsschub. Was zur Hölle? Ich laufe einfach mal durch. Ah, alles klar. Habe ich den umgeworfen? Es muss doch einen Weg geben. Okay, durchdashen geht nicht. Na, ja, komm schon. Ich muss da irgendwo hinführen. Okay, es ändert sich ja ständig. Aber immer nur, wenn man in die Nähe kommt. Schon. Oder ist das echt nur für diesen... Hä? Ist das echt nur für diese Mod? Nein, das glaube ich nicht. Da gibt es doch bestimmt irgendwas, was man tun muss. Das muss man doch irgendwie lösen können. Ach, wahrscheinlich muss ich irgendwie die Zeit dann verlangsamen oder so. Entschuldigung. Und sowas gibt es dann bestimmt auch noch. Aber okay.
Das ist auf jeden Fall nicht Dr. Underhill. Ganz nach unten. Irgendwo muss es doch einen Weg geben, um die Underhill zu finden. Und ich merke gerade, ich habe übelst überzogen, was die Zeit betrifft. Es wird ewig dauern, das hochzuladen. Okay, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Und hoffentlich finden wir die Underhill in der nächsten Episode. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.